Hallo und herzlich willkommen zu einem neu, in Anführungsstrichen, alten Let's Play. Und zwar habe ich mir zur Überbrückung der Tage, bis das neue Spiel von mir hier ist zum Let's Play, überlegt, dass ich doch nochmal Hammerwatch Let's Play. Und ihr müsstet heute Donnerstag haben, ja. Und ich habe heute, wie man vielleicht auch noch ein bisschen an meiner Stimme hört, ich habe heute Dienstag. Und ich komme gerade von der Beerdigung von meinem Arbeitskollegen und hatte mir gedacht, um mich abzulenken, tue ich euch was Gutes. Ich hoffe zumindest, ich tue euch was Gutes. Und nehme eine neue Folge, erstmal eine Übergangs-Let's Play für euch auf. Und vielleicht Let's Play ich das ja so lange, bis die Vollversion rauskommt. Und dann können wir hoffentlich direkt übersteigen von der Beta auf die Vollversion. Das werdet ihr aber sehen, weil ich kann euch das jetzt nicht versprechen. Ich kann euch auch nichts dazu sagen, weil, ich höre gerade, die Musik ist ein bisschen leise, weil, ja, es ist halt ein bisschen komplizierter gerade eben. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht ab und zu mal, dass die Stimme kurz weg ist, weil, ja, die Beerdigung, die war halt relativ... Wie soll man es neutral ausdrücken? Also beschissen für uns, die ihn kannten. Und sie war halt relativ bewegend. Vor allem, wenn man seinen 18-jährigen Sohn oder den 18-jährigen Sohn am Grabe um seinen Vater weinen sieht. Aber ich möchte da jetzt auch gar nicht zu weit reinsteigern, weil, ja, man hört vielleicht die Stimme, macht schon wieder einen kleinen Knacks. Und wir spielen dieses Mal den Paladin auf Medium. Ist, glaube ich, Moment, ich muss noch mal kurz in die Steuerung reinfuchsen. Okay, falsch. Irgendwas läuft hier gerade falsch. Controls, Rebind. Ach nee, stimmt ja hier unten. Ah ja, genau, so war das. Potion E, Map, Tabulator. So. Weil ich spiele momentan ab und zu mal den, wie heißt's hier? Ein Gameboy-Emulator und da habe ich die Steuerung halt ein bisschen anders wie hier. Dazu wird aber wahrscheinlich kein Let's Play kommen, weil die Spiele sind halt etwas älter. Wobei, ich könnte eigentlich nochmal meinen N64 auspacken, weil da gab es auch teilweise richtig geile Spiele drauf. Ja, auf der PSX1 und PS2 auch, aber... haben wir noch... ja, da ich noch nicht so wirklich mit den Konsolenaufnahmen klarkomme, wird das eh erstmal nichts. Außerdem weiß ich nicht genau, ob wir... auf der PS1 und PS2 aufnehmen können. Aber ich würde mal eher auf Nein tippen. Aber gut. Da ich ja gerade erst am Anfang des Let's Playen stehe, kann man mir das hoffentlich verzeihen, dass ich da noch ein bisschen lernen muss. Und ja. Aber man lernt ja eigentlich nie aus. So, jetzt machen wir mal die... Oh, toll. Das ist die Spezialattacke des Paladins, der Ansturm. Aber den kennt ihr ja schon aus der Let's Show-Folge. Habe ich da eigentlich alle Charaktere gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen her. Und falls wir natürlich hier weiterspielen, möchte ich euch auch gerne mehr vom Multiplayer zeigen. Das werde ich dann aber, ich werde mal zwei, drei Leute anfragen, ob die vielleicht Lust hätten. Zu zweit oder zu dritt. Weil Spaß macht es ja. Das haben wir ja schon gesehen. Na komm, geht platt. Sehr schön. Und wenn man dazu Leute begeistern kann, macht es immer mehr Spaß, mit mehreren Leuten zu spielen. Ansonsten spielen wir halt ein bisschen random. Was ich ja eigentlich vermeiden möchte. Weil... Ja, ihr habt leider, seht ihr die Freitagsfolge jetzt nicht. Ich hatte diese nämlich gestern schon mal im Voraus aufgenommen. Weil, wie gesagt, mir halt momentan ein bisschen die Zeit fehlt. Ja, euer Vorteil ist, ich darf jetzt eine neue Folge aufnehmen. Weil, ja, mein Laufwerk hatte sich, da ich die externe, ich lebe ja auf einer externen Festplatte auf. Und, ich habe gestern halt noch ein bisschen was an Musik rumgespielt.
Und der Nachteil war, die SD-Karte, die in meinem Auto drin ist, die hat sich dann umbenannt in G und G ist eigentlich meine Festplatte. Und so habe ich gestern versucht, oh mein Gott, ich habe gestern sogar auf meinem, jetzt weiß ich auch, wo der Videoordner herkommt. Also ich habe gestern das Video auf meiner SD-Karte. Ich muss mal gucken, ob das noch drauf ist. Weil, wie gesagt, ich hatte gestern die SD-Karte drin und die hat sich dann umbenannt in G. Das fällt mir ja gerade erst ein. Da müsste ich nachher dann nochmal rausgehen. Und, gucken, ob das Video denn noch da ist. Falls ja, okay. Falls nein, kommt halt eine neue Aufnahme. Macht ja auch nichts. Und wie wir sehen, mit dem Paladin ist das hier momentan so ein bisschen entspannter, als wenn wir mit dem Magier oder mit dem, oh, dem Hexmeister ging es eigentlich auch. Aber der Magier, der war halt, oder der ist relativ anstrengend. Und darum wollte ich den jetzt hier nicht im Let's Play zeigen, weil der verdammt viele Nerven kosten kann. Weil er halt nur mit 40 HP reingeht. Ne, mit 20 sogar nur. 40 ist, glaube ich, der Warlock. Und ja, da kann jeder Schlag entscheidend sein beim Magier. Und ich wollte ja noch was ankündigen. Und zwar wollte ich vielleicht oh, Glück gehabt. Mal ein Menschenskinder, die Stimme, die möchte heute wirklich nicht. Ein paar MMORPGs anzocken. Ich habe ja schon eins hier auf dem Channel, was ich eigentlich auch weitermachen wollte. Aber da meine Aufnehmkollegen gerade ein paar Probleme haben wir das ja auch eingestellt erstmal. Und da man viele MMORPGs auf Demo-Basis spielen kann, wollte ich mir nochmal so. Also ich würde jetzt mal behaupten, wir nehmen pro MMORPG eine Woche, dass ich, ups, wo sind die? Hallo? Dass wir pro MMORPG eine Woche Aufnahme einberechnen. Mag für den einen und anderen jetzt vielleicht so, na, wer spielt denn heutzutage auch MMORPGs? Aber man ist ja immer wieder gespannt, ob da noch was Neues rauskommt, weil ich habe das letzte MMORPG, was ich gespielt habe, habt ihr auch gesehen. Wow. Ist mein Paladin fast draufgegangen. Wow. Jetzt hätte ich mich beinahe in die falsche Richtung gedreht. Und jetzt ansonsten habe ich das schon lange nicht mehr gespielt. Man kann ja sagen, man hat es mal gesuchtet und ich habe es auch teilweise ab. Ich habe es früher, habe ich es gesuchtet. Nicht teilweise, ich habe es einfach gesuchtet. Und ich glaube, ich brauche 25 pro Ansturm. Gar nicht mal so gut. Voll. Und rein da. So. Aber die eine Seite jetzt auch clear. Gehen wir ein bisschen runter. Und nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. So, jetzt stellen wir uns mal hier hin. Und spielen eine Runde. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schon wieder kein Mana. Oh, der Paladin und Mana, das sind zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Auf jeden Fall brauche ich hier definitiv viel Kohle, weil wir müssen uns gleich nämlich auch direkt die Aura holen. Die aufgerüstete Aura. Ja, habt ihr die eigentlich? Ne, ihr habt die, glaube ich, im Let's Show bzw. im Let's Plays nicht gesehen, weil ich es ja, glaube ich, verkackt hatte da. Erstmal den Speicherpunkt. Das Wichtigste. Bum, 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 bum. Sehr schön. Nochmal ein Apfel. Und ihr habt ja auch gesehen, dass der Multiplayer Spaß macht. Und ihr dürft euch natürlich auch, solltet ihr die Beta haben und vielleicht auch später die Vollversion, dürft ihr euch natürlich auch in Anführungsstrichen bewerben, weil ich suche halt immer wieder ab und zu mal Leute, die
einen Multiplayer-Let's Play mit aufnehmen. Dauerhaft sei jetzt hingestellt, aber wahrscheinlich eher nicht. Aber in Anführungsstrichen, Gastauftritte sind ja immer drin. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, falls ihr euch darauf meldet. Oder zumindest einer. Moment, Skinner, gibt's noch nicht. Dum, 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 dum. Geht doch, geht doch. So. So einfach. Lauf, 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 lauf. Oh, Glück gehabt. So viel HP habe ich nämlich nicht, dass ich das noch überlebe. Aber wobei, das würde ich überleben. Eine. Vielleicht auch zwei. Tunnel liegt halt immer auf. Vielleicht. Also schade, dass man hier nicht rennen kann. Das wäre natürlich auch noch sehr pornös, wenn man hier rennen könnte. Um den Weg. Ach, natürlich. Komm schon. Einmal dadurch, einmal noch. Ach, da hinten liegt Gold. Ich dachte schon, was liegen dann für Larvenbabys? Und komm. Immer schön mit der Heckenschere da reinratzen. Ach, stimmt ja, da ist ja der geheime Buchstabe. Den hätte ich beinahe vergessen. So, ich habe leider immer noch nicht herausgefunden, wo die Geheimgänge waren. Das ist halt jetzt der Nachteil. Ich habe es nämlich einfach vergessen. Mir wurde es mal gezeigt, aber das war halt... Ich weiß nicht, ich hab's im Let's Show, in Anführungsstrichen, im Freitagsspecial hatte ich es ja gesagt. Aber das ist schon verdammt lang her, dass mir das mal irgendeiner gezeigt hat. Jo. Hier schon mal nicht. Also es waren definitiv irgendwie so große Räume, wo man rein konnte. Aber das ist zu lang her. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück und ich zocke nochmal einen Multiplayer, wo das einer nochmal macht und mir zeigt. Ansonsten, dumm gelaufen. Würde ich erstmal so für mich behaupten. Vielleicht wisst ihr das ja auch, wo die Geheimgänge sind und ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben. Ah, die Nase juckt immer wieder momentan. Scheiß Heuschnupfen. Tack, 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 tack. Und tack. Sehr schön. Ja, ich habe Heuschnupfen. Habe ich aber auch erst vor... letzte Woche Donnerstag, vor einer Woche ungefähr erfahren. Ja, ich habe überlebt. Oder auch nicht. Irgendwo ging das mit den... mit dem Schwert reinhauen und dann geht die Tür auf. Aber wie gesagt, wir müssen es ab und zu mal nochmal probieren. Vielleicht funktioniert es ja irgendwo. Aber ich probiere jetzt nicht alles aus, weil es wäre dann zu lang. Viel zu lang. So, wir haben ganze 870 Gold und ich glaube, dafür können wir uns nur die Combo kaufen. Ja. Vielleicht kriegen wir noch Combo 2. Wenn wir noch ein Stückchen zurückrennen, gleich. Also müssen wir gucken, dass wir 800 Gold kriegen. Und dann heißt es ab die Post. Ich hätte das euch natürlich jetzt gerne schon gezeigt. Aber entweder ich habe mal wieder irgendwo was verballert. Oder, ups, es war nicht genug dabei. Wir haben jetzt 702. Ein bisschen fehlt noch. Na, kommt rein, meine kleinen Raupen. Kommt rein, kommt rein. Jetzt könnt ihr da auspacken. Zack. Immer noch nicht, Menschenskinder. Wie lange man für 700 Gold sparen muss. Okay, es sind fast 800. Hey, wir haben es und wir holen es auch direkt Combo 2. Können uns später zwar auch den HP-Pool kaufen, aber Combo 2 hilft relativ stark bei Massenmobs. So, wir haben einmal den Timer. Makes easier to chain combos by increasing the combo timer from 0,75 auf eine Sekunde. Das hatten wir im Let's Show gehabt. Und das wollte ich eigentlich hinüber. Oder wir können halt Heal pro Nova, aber wir nehmen die Nova.
Ihr werdet dann auch gleich sehen, ups, was das ist. Der Heal ist natürlich auch nice. Aber den können wir auch noch vielleicht später holen. Erstmal gehen wir jetzt in Etage 2. Ab geht die Post. So, und hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Wir brauchen jetzt schließlich wieder neue Kohle. Wir haben jetzt schließlich, oh, ganze 29. Ja, ich hasse diese Spuckviecher, die sind einfach nur Hölle. Wie wir sehen, unten die gelbe Leiste, die wird einfach nicht voll, weil das viel zu lange dauert, bis wir die Viecher gekillt haben. Also müssen wir gleich irgendwo reinstürmen und hoffen, dass wir direkt ein paar Viecher töten. Damit ich euch die Kombo-Welle zeigen kann. Aber das wird wahrscheinlich hier so relativ schwer. Na, schlägst du bitte. Weil die Viecher relativ viel fressen können. Und das fressen können, ja, die können relativ viel einstecken. Und das ist momentan das Problem, was ich hier habe. So, jetzt könnte das aber hinhauen. Da wir hier einen Haufen, natürlich nicht. Irgendwie eine hat oder so hat gefehlt. Und jetzt hat schon wieder zwei oder so gefehlt. Mann, 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 Mann. Ich will nicht, dass wir die Nova aktivieren. Und schon wieder neigt sich unser HP-Pool dem Ende entgegen. Oh Menschenskinder, mag ich dieses blöde Mana viel zu schnell, ja? Ja, den Paladin muss ich noch ein bisschen spielen üben. Der ist gar nicht mal so leicht wie gedacht. Schneller, 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 wir haben keine Zeit dafür. Und weg. Sehr schön. So, hier war auch irgendwo ein Geheimgang. War der hier? Ich glaube nicht. Oh Mann. So wichtige Sachen merke ich mir nicht. Ich hatte mir den eigentlich versucht zu merken, aber irgendwie habe ich es dann doch voll verkackt. So, und da drüben ist der... Okay, wir machen erstmal hier die Dinge ein bisschen frei. Immer ein bisschen sammeln die Viecher und dann einmal reinstürmen. Bringt nicht immer was, aber fast immer. Und niemals vergessen, diese Kack-Larven-Dinger kaputt zu machen. Na, ah, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Oh, Glück gehabt. Ja, wir laufen jetzt immer ein bisschen im Kreis und zack. Haben wir immer 2 von 5 weggemacht. Na. Ah. Und das war's dann von denen. Ich muss mal eben. Die Karte ist offen, aber ich glaube, ich gehe zuerst nach rechts. Ich weiß gar nicht, ob ich. Oh Mann. Kann mir verstehen. Wir spielen Ecken verstecken. Und weiter geht die Post. Und diese großen gelben, die sind ein bisschen nervig. So, jetzt müsste eigentlich die Nova funktionieren. Natürlich laufe ich an. Da. Natürlich laufe ich an den Fledermäusen komplett vorbei. Ich bin ein Held. So, da drüben ist ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, wir müssen zuerst zum Speicherpunkt. Und L1 Office. Natürlich, nur. Oh, wir kommen nicht zum Speicherpunkt, weil wir keinen Schlüssel haben. Yay. Ironie aus. Also gehen wir hier weiter. So, da drüben ist eine dieser angesprochenen Potions. Die habe ich. Ja, ich glaube, die habe ich im Let's Show angesprochen gehabt. Ja, die habe ich bestimmt im Let's Show angesprochen. Boah, 6. Ich bräuchte hier mal langsam ein bisschen Apple Power. Wow! Trick noch fast verkackt. Und da drüben liegt Silber. Silber ist ein bisschen. Oh, nein, nein. Oh. Yeah, da haben wir die Aura. Diese Aura verspringt halt auch Movement Speed und Attack Speed und schießt halt zusätzlich noch diese komischen